Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Inzwischen habe ich auch von der DGHD Rückmeldung für die Tagung nächstes Jahr Anfang März und ich bin gleich zweimal vertreten. Einmal beim Promovierendenforum am 27. Februar, also wenn du auch Doktorand bist und da auch da bist, freue ich mich, dich kennenzulernen und werde dort mein Promotionsvorhaben vorstellen, das im Moment den Arbeitstitel trägt Erschließung von Qualitätskriterien für Lehrvideos zur Entwicklung systematischer Evaluationsprozesse am Beispiel des iBridge-Projekts am KIT. Wie gesagt, schreibe ich darüber gerade mein Exposé. Es wird von Tag zu Tag ein paar Absätze länger und ich bin guter Dinge, dass ich das auf jeden Fall bis dahin so weit fertig habe, dass es sich lohnt, das auch tatsächlich in eine gute Präsentation zu packen. Der zweite Beitrag ist ein Workshop, der sich auch an diesem iBridge-Projekt entlanghangelt. Und zwar wollen wir dort die kleinen Fächer ansprechen, also Fächer, die insbesondere Masterstudiengänge anbieten für Studierende, die nicht den Bachelor im selben Fach haben. Also bei uns ist das der Masterstudiengang Geophysik und wir sprechen damit natürlich auch Studierende an, die nur Physik studiert haben oder eine andere Geowissenschaft. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass dieses Projekt ein Stück weit Modellcharakter haben soll und wollen in diesem Workshop mit anderen Akteuren aus deutschen Hochschulen, die in den kleinen Fächern tätig sind, ja, diskutieren, inwiefern sich dieser Ansatz übertragen lässt, ob andere Fächer mit den gleichen und ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie die Geophysik am KIT. Und ich freue mich schon sehr auf diesen Workshop. Ich hoffe, dass dort sehr viel ausgetauscht wird, dass wir neue Ideen und Anreize bekommen, wie wir das Projekt noch besser machen können. Und ja, das ist so mein durchaus erfolgreicher Jahresabschluss. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Wir sehen uns auf jeden Fall dann. Bis dann. Ciao.